So, lass mal Level 4. Ich hatte noch nie ein Level 4 Hochhaus. Let's go. Jetzt bist du dran. Nee, geh mal weg. Jetzt zeigst du mir dein Wahres. Okay, Schreibmaschinen und Billardtische. Du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, fuck. Ich will gar nicht wissen, wie Billardtische gebaut werden. Eieieiei. Okay, also müssen wir hier Schreibmaschinen machen. Messing, Stahl. Farben und Lacke. Das ist eine Baumschule. Okay. Quarzgrube, Baumschule. 30 Sekunden. Mit Strom 15. Produktionszyklus 15. Also das heißt, du brauchst nur einmal Farben und Lacke und kannst dann eine 500 Arbeitskraft. Junge! Die Wasserkühlung. Ja, deswegen habe ich keine Wasserkühlung. Weil dann kann sie nicht undicht sein. Okay, Schreibmaschinen. Wir brauchen also Ethanol hier. Bringen wir hier schon irgendwie Ethanol hin? Nee, ne? Für irgendwas anderes? Ich glaube nicht, ne? Neue Welt. Okay, innerhalb von der neuen Welt transportieren wir das? Ja. Und hier nicht, nein. Nee, konnte ich mir jetzt auch nicht denken, dass wir das irgendwie machen. Ja, das glaube ich. Okay. Wir brauchen also innerhalb von 15 Sekunden Ethanol. Aber das machen wir ja locker. Wir machen sogar innerhalb von 10 Sekunden. Das heißt, wenn wir einmal eine Dings Ethanol dazu bauen, sind wir safe. Dann produzieren wir genug überschüssig, dass wir das quasi direkt nach Capitoloni bringen können. Das Ding ist... Oh, wir könnten es direkt von hier mitnehmen, ne? Willkommen. Warte mal, wenn wir... Ja, hier bringen wir das weg. Das ist für... Was mache ich damit nochmal? Was mache ich nochmal mit Ethanol? Achso. Zwölf. Ich habe irgendwo einen Bedarf dafür. Ach klar, Parfüm. Jojo, Parfüm. Genau wie mein Schlafzimmer. Parfüm machen wir. Fehlende Waren Zitrus. Das ist scheiße. Lager ist voll. Verdammt. Nee. So bitte. Diese ganzen Routen sind gerade nicht so optimiert, weiß ich, aber das ist erstmal eine Lösung, die wir, mit der wir arbeiten können. Kisten unter Deck. So,
Ja, dann machen wir aber Ethanol. Wir fahren aber von Manola nicht nach Night City, ne? Nein. Das wäre aber eigentlich geil, wenn wir das tun würden. Warum tun wir das nicht, Leute? Warum machen wir das nicht? Ich verstehe es. Dann könnten wir da direkt Ethanol mitnehmen und theoretisch auch irgendwie ein bisschen vielleicht Caucho. Wir können mit Ethanol erstmal anfangen. Aber ich glaube, auf langfristige Sicht macht das so oder so Sinn, dass wir von hier fahren. Weil im Zweifel können wir hier dann auch mal Zelluloid mitnehmen, wenn wir das nochmal brauchen sollten. Und dann haben wir wenigstens da auch eine Route. So, wie viel Messing produziere ich denn? Wo sind wir denn da? Nicht genug wahrscheinlich, um Schreibmaschinen zu bedienen. Wir produzieren innerhalb von 24 Sekunden. Ich glaube, wenn wir innerhalb von 15 Sekunden, also wenn wir eine Messinghütte dazu bauen, dann passt es. Wie viel Kupfer machen wir denn, nehmen wir mit? Genug. Das heißt, wir könnten eine Messinghütte nachbauen. Und sollten damit hinkommen. Diese scheiß Züge, ne? Die sind immer noch so laut. Das ist so nervig. Wieso kommen wir jetzt nicht ganz hin? Was ist denn das für ein Quatsch? Okay. So, jetzt aber. So, dann ist das wahrscheinlich bei Zink ähnlich, oder? Da brauche ich hier sogar welche. Warte mal. Oh. Da komme ich auf jeden Fall nicht mit hin. Jetzt haben wir... Doch, jetzt aber. Okay, dann haben wir hier da sogar eine Mine mehr von, weil wir... Das Zink brauchen wir hier für die Toaster. Für die Toasters. So. Da ist für nichts. Das heißt, für die Schreibmaschinen haben wir schon mal vorbereitet Messing. Und keine Arbeitskraft dafür. So, was ist mit Stahl? Warte, wir exportieren Stahl hierhin. Sollte reichen. Denke ich. Gucken wir dann. Das heißt, wir brauchen wirklich erstmal nur das und dann 500 Arbeitskraft. Hm. Schade, schade, schade. Achso, die Qualität hat nachgelassen. Ja. Das Leben hier ist. Das ist halt viel Schund gefühlt immer, ne? Wenn du nicht aufpasst. Also viele Leute kommen so auf den Markt und sagen so, yo, ich biete dir das Geilste an und dann haben sie nur Müll. Das ist halt leider. Heutzutage, weil jeder billiger irgendwas herstellen kann und du guckst den Tutorial Guide an, wie du irgendwas billig herstellst und dann stellt das irgendjemand billig her und dann, keine Ahnung. Ich freue mich auch auf das neue Anno. Ich freue mich auch. Ich bin gespannt so. Ich bin gespannt, ob es mein, ob es für mich an dieses hier rankommt. Das weiß ich noch nicht. Weil ich halt dieses römische Setting nicht so mega feier unbedingt wie viele andere. Ich finde das Zeitalter hier deutlich interessanter. Aber das heißt ja nicht, dass es ein scheiß Spiel wird oder nicht gut werden kann oder mir nicht trotzdem Spaß macht. So. Das heißt, wir brauchen einmal Ethanol. Das heißt, wir brauchen... hier einmal mehr Mais, würde ich behaupten.
Wir werden immer noch nicht gebraucht. So. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir hier genug Holz produzieren. Doch, tun wir. Und dadurch, dass wir hier ja mehr Platz haben, weil wir die Dings weggenommen haben, also beziehungsweise weil wir die Tabakdinger in die Hacienda gezogen haben, können wir das hier machen. Scheiße! Er ist pausiert nur. Ah, dann brauchen wir gar nicht neu bauen. Let's go, können wir einfach starten. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, ob ich genug Holz produziere. Nein. Aktuell nicht. Ich glaube, weil der noch wartet, aber der macht auch nicht 6. Das heißt, mir fehlt einer. Okay, ein bisschen Holz dürfte ich aber noch auf Lager haben wahrscheinlich. Ja. Läuft schon. So, das heißt, ich mache auch Ethanol. Habe ich hier... nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe keinen Strom irgendwie am Wasser. Ich habe halt nicht genug Arbeitskraft für die Schreibmaschinen. Was können wir also tun? Oh, was fehlt hier jetzt wieder? Jetzt fehlen Wandzerbretter. Das ist nicht gut. Ich habe hier 200. Der holt immer 100. Das heißt, damit komme ich hin. Konnte keine aufnehmen, weil das Schiff nicht da war. Es ist auf dem Rückweg und deswegen sind die alle. Okay, Lager für Wanzer ist voll. Was ist denn, nimm mal noch einen mit. So. Pass auf. Du kriegst das nicht mehr. Das kann er nicht. Er kann keine Glühbirnen abladen. Okay, das ist nicht so. Abladen ist nicht so schlimm. Aufladen ist beschissener. Warte. Du lädst hier zweimal das und machst das hier leer. Hat der gerade irgendwas drauf? Wo ist er denn gerade losgefahren? Okay. Wir können den hier mal drehen, weil immer eigentlich standardmäßig mache ich eigentlich so, dass der Hafen, von wo wir fahren oder von wo wir laden, das vorne steht. Und das hier wäre andersrum. Das wäre dann nämlich für die Übersicht gleich ein bisschen praktischer. So, genau. Pass auf. Du sollst Folgendes machen. Und zwar... wie heißt, welches Symbol ist denn nochmal alte Welt? Alter, das ist so... Die, das hier. Anglerfisch 2. Und zwar fährst du von hier... Er ist ja relativ lange unterwegs wahrscheinlich im Vergleich. Genau, du nimmst mal 2
Reichen zwei? Ja, ich denke schon. Und zwar hierhin. Und zwar ist das dann die erste Route Manola Night City. Und zwar, nee, neue Welt. Trelawney. So, okay. Das heißt, Ethanol kommt. Das heißt, Produktion für die Maschinen, Schreibmaschinen, kann bald beginnen. Wenn wir hier ein bisschen Arbeitskraft haben. Zwei Jahre alt und der Radiator ist schon durchgerostet. Ja, ich habe leider keine Ahnung davon. Deswegen, ich bin auch immer kein Freund, so Einzelteile zu kaufen. Damit kenne ich mich einfach zu wenig aus und da habe ich auch zu wenig Interesse dran, mich damit irgendwie den ganzen Tag zu beschäftigen mit PCs und so. Bin ich einfach nicht der Typ für. Ich will, dass mein PC läuft, dass er vernünftig läuft und das ist gut. Fertig. Mal gucken. Ja, ich habe die Artikel jetzt in letzter Zeit nicht so viel gelesen. Das mache ich aber nie, wenn ich auf Spiele Bock habe. So, wenn ich weiß, ich habe fest auf ein Spiel Bock. Und das wird geil und ich freue mich darauf, dann gucke ich mir nichts vorher an. Ich kenne meistens die Trailer nicht, ich kenne meistens keine Hinweise, keine News, gar nichts. Weil mich das im Vorfeld will ich es nicht hören. So, ich will da einfach komplett blind reingehen. Das mache ich dann immer. Wenn zum Beispiel ein neues Zelda rauskommt, dann gucke ich mir davon einen Scheiß an. So, dann gehe ich da blind rein. Ich will mich komplett in diese Welt versenken, ohne vorher irgendwelche Bilder zu sehen, irgendwelche Eindrücke, irgendwelche, keine Ahnung was. Nee. So, warum habe ich keine Milch hier? Was soll das? Du hast auch irgendein Problem. Warum? Hat er doch gar nicht. Warte, er hat irgendein Problem, aber warum? Okay, keine Ahnung. So, du hast ein Problem, dass du kein Öl aufnehmen kannst. Gut, sei es drum. So. Das ist immer noch, ich kann das nicht abgeben. Das war noch das Problem, was der hatte mit dem Holz. Und der kann kein Fischholz mehr abgeben, weil Lager ist brechend voll anscheinend. Egal. So, und du? Kannst von denen keine aufnehmen. Der ist irgendwie nicht kategorisiert hier. Was soll das? So. Okay. Hast du jetzt deine Spielsachen entladen? Ja. Das heißt, jetzt switchen wir den Namen. Und du nimmst die Spielsachen nicht mehr mit, sondern die Spielsachen, nee, da nicht, gehen hier mit drauf. So. Ah, das ist ein bisschen geordnet. So, wir könnten das auch so machen. Ist ein bisschen, dann haben wir oben wieder das Laden. So, perfekt. So wollen wir das haben. So.
Ja, der kann gerade keine Dings, keine Souvenirs laden, weil sie gerade nicht produziert wurden. Ja, mein Problem ist jetzt, ich habe keinen Slot mehr für Schreibmaschinen, ne? Doch. Oh, du lädst auch in Midgar was. Ha. Hat er das gerade dabei? Ja, weil er ist aber auf dem Rückweg. Okay, warte. So. Machen wir lieber so. Das ist sauber. So, jetzt haben wir hier einen Slot frei. Nein, wir haben hier sogar zwei Slots frei. Hat er das jetzt schon geladen? Nein. Ach, der ist das gar nicht. Warte. Nein, hat er nicht. So, warte mal. Die lädt er jetzt mal eben ab hier. Mach mal schneller. Du fährst da doch gerade in den Hafen. Ich sehe das doch. Hallo, du stehst doch schon da. Jetzt hat er das doch noch geladen. Ach, weil ich es noch nicht gespeichert habe. Nein. Wait. Ja, dann schmeiß den Scheiß jetzt über Bord hier. Ich habe sowieso voll viel davon. Okay. So. Jetzt nimmst du noch wieder die Fahrstühle mit. Und du nimmst auch gleich, kann er nämlich noch nicht, aber wir können das ja schon beim Einrichten. Da, die Schreibmaschinen mit. So. Dann ist das schon mal eingerichtet. So, die Ethanolroute kommt auch.